Käfuneis ist für Pädopornografie, mit Käfuneis will der Trojaner sperrt, gegen Meinungsfreiheit, gegen digitales Briefgeheimnis. Die EU-Kommission hat alt Nesenke ja einen total grausamen Text ausgeschafft unter der Leitung vom Zensor Ursula, was sich den Spitznum ehrlich verdient hat. Für den dritten Deckmantel Menschen an der EU auszuspionieren. Experten sind sich ähnlich, und das tun all die anderen Kollegen auch schon gesagt, dass das Mesure nicht bringt. Wirklich kriminelle Machenschaften von der Stadt am Darknet. Keine Misshandlung von der Stadt am Zimmern, auf Matrassen, an der Realität. Sie wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass man den Menschen ihren E-Mail-Verkehr durchsichert. An der Schweiz wird Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetskriminalität, COBIC, gesucht. Der Staat soll sich auf diesen Ozean vom Darknet konzentrieren, ein Platz Klangfisch am Google zu sichern. Mir fährt genauso wie Kollegin alle Gurtenheim, dass das Monsieur José Prétexte ist, für an die Privatmessagen ranzukommen. Der Kampf gegen Kannerpornografie, genauso wie früher gegen Terrorismus oder gegen andere Sachen, wird benutzt als trojanisch Pferd. Für nur an nur immer mehr Trecht auf Privatkommunikation zu liquidieren. Das Initiativ bringt nichts am Kampf gegen kriminelle Pädophile. Die EU geht mit diesem Projekt definitiv zum Weltmurchtführer von der Massenüberwachung. Wie bei 40 Bürgerrechtsorganisationen schon am März an einem offenen Brief formuliert haben. Auch das wird schon zitiert, dem Deutschen Kannerschutzbund geht das Initiativ zu weit. Der Joachim Türk vom DKSB sagt, das Plan wäre unverhältnismäßig und unnötig. Nicht Messenger ist der Feind, den zu bekämpfen gilt. Das Recht auf Anonymität muss sowohl am öffentlichen Raum wie auch am Internet sichergestellt gehen. Schon 2009 hat Ursula von der Leyen, damals deutsche Familienministerin, verschiedene Bürgerrechtsbewegungen mit ihrem Zugangserschwerungsgesetz auf Barrikaden gebracht. Der Kai Biermann hat damals an Zeit Online geschrieben, selbstverständlich braucht es Wege, die Verbreitung von Misshandlungsdokumenten zu verhindern. Aber es braucht doch bitte auch wirksame Wege, die nicht auch noch den Ruf haben, Grundrechte auszuhebeln. Natürlich muss der Fleo von der Pädopornografie konkret bekämpft werden. Durch Grenzkontrollen, durch eine bessere Definition am Code Penal, durch eine Bekämpfung von Sextourismus. Ein ganz wichtiger Punkt. Und durch Prävention. Das ist das, was man muss machen muss gegen den Fleo mit der Titan als ein Vierstaus von der EU-Kommission mit dem Käfer und Eisabann und sie froh darüber. Karl Jeven, ich soll dich merken.